Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, kein Thema beschäftigt derzeit unsere Bürger, unsere Kommunen und die Öffentlichkeit so sehr wie die Frage, wie geht es weiter mit der Flüchtlingspolitik. Und wir Freien Wähler fordern ganz einfach, dass die Politik ja wieder Herr der Lage werden muss im Bereich der Flüchtlingspolitik, weil wir an vielen Stellen sehen, dass man reagiert, dass man getriebener ist. Und genauso fordern wir die Einhaltung geltenden Rechtes als Teil einer Lösungsstrategie, nicht zu sagen, okay, in vielen Fällen ist vielleicht ein übergesetzlicher Notstand und wir schauen nicht so genau hin, sondern wirklich sich auf den Boden des Rechtsstaates zu setzen, sich hier zu stellen und zu sagen, jawohl, wir müssen geltendes Recht einhalten. Und das ist ja der Appell, den eine Reihe von Verfassungsrechtlern hier in den Raum stellen, die sagen, geltende Praxis derzeit draußen ist nicht auf dem Boden des Gesetzes, dass eben an den Grenzen geltendes Recht nicht durchgesetzt wird, nicht durchgesetzt werden kann. Und daraus eben Folgen abgeleitet werden, die uns viel Geld kosten, die auch irgendwo ja vielleicht die innere Sicherheit in vielen Fällen gefährden und die auf Dauer auch aus Sicht vieler Kommunalpolitiker so nicht mehr länger hingenommen werden kann. Und in diese Debatte hinein ja, kommt ja der Vorstoß der CSU-Staatsregierung hier, einen Brief nach Berlin zu schreiben, die Bundesregierung aufzufordern, geltendes Recht wieder einzuhalten und eine Klagedrohung vor dem Verfassungsgericht mit dem Hinweis, dass eben geltendes Recht durchgesetzt werden muss. Meine Damen und Herren, so weit, so gut. Und ich glaube, dass es eine Selbstverständlichkeit sein sollte, geltendes Gesetz anzuwenden und dass das nicht in den Ermessensspielraum einer Regierung gestellt werden kann, nach dem Motto, jetzt schreiben wir mal einen Brief, dann warten wir ab, wie die Reaktionen sind und dann behalten wir uns vor, hier tätig zu werden. Wir sitzen hier als Vertreter der bayerischen Bevölkerung über alle Parteigrenzen hinweg und die Staatsregierung hat hier ja die Interessen Bayerns zu vertreten und nicht die Brille eines Regierungs- oder Koalitionspartners in Berlin aufzuhaben und zu sagen, es sei unser Ermessen. Meine Damen und Herren, wären Sie in der Opposition in Berlin und wäre dort eine rot-grüne Bundesregierung, gehörte nicht viel Fantasie dazu, dann würden Sie sich als die bayerische Staatsregierung generieren, würden sagen, das geht so überhaupt nicht. Wir müssen hier klagen und zwar sofort. Und deshalb wollen wir Sie ja auch an diese Rolle, die Sie hier in unseren Augen einzunehmen haben, auch erinnern, wollen sagen, Sie sind in erster Linie hier bayerische Staatsregierung und nicht CSU-Koalitionspartner in Berlin und wollen einer Frau Merkel nicht so nahe treten. Und sie haben die Interessen unserer Kommunen, die Interessen des Freistaates zu vertreten. Und sie sehen ja diese vielen Milliarden, die im Nachtragshaushalt jetzt nachgeschoben werden mussten. Und das werden nicht die letzten Milliarden sein, weil eben die Flüchtlingspolitik so nicht auf Dauer funktioniert. Natürlich ist uns auch bewusst, dass das nicht mit einer schnellen Klage und mit einem entsprechenden Beschluss eines Gerichtes dann alles in Butter sei und alle Probleme gelöst seien. Aber trotzdem sind wir überzeugt, dass ein Hinwirken auf Rechtmäßigkeit Teil einer Lösungsstrategie sein wird, weil damit eine Frau Merkel und ihr politisches Umfeld auch in Zugzwang gebracht wird, damit eben genügend Bundespolizei zur Verfügung gestellt wird, damit genügend Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, um auch die Herausforderungen in Bayern bewältigen zu können, dass in den Landkreisen genügend Geld ankommt. Ein Landkreis in Bayern hat jetzt aktuell durchschnittlich 20 bis 40 Personen angestellt auf eigene Rechnung, um diese Herausforderungen abarbeiten zu können. Das sind Dinge, die wir lösen müssen und da können wir nicht sagen, das sei alles nur Berlin. Nein, meine Damen und Herren, wir Freie Wähler fordern hierzu auch einen Masterplan zur Flüchtlingssituation in Bayern. Einen Masterplan, der das tut, was Bayern tun kann. Und da haben wir, weiß Gott, als Freie Wähler viele Vorschläge eingebracht. Im Nachtragshaushalt zumindest 1 Million Euro hätten wir gefordert, um Hilfsgüter für Herkunftsregionen zur Verfügung zu stellen. Wurde abgelehnt. Seit Sommer haben wir gefordert, mehr Asylrichter anzustellen, ist jetzt mit Zähneknirschen
Knirschen irgendwann zugestimmt worden, ist aber noch nicht in der Realität angekommen. Die Leute sitzen noch nicht auf ihren Sesseln. Die Polizei ist nach wie vor nicht auf Sollstärke. An vielen Stellen ist das nicht getan, was sie in Bayern tun könnten. Und ich habe Ihnen bereits im Sommer vergangenen Jahres an dieser Stelle den Vorwurf gemacht, eben nicht alles zu tun, was sie tun könnten. Und jetzt eben mit dieser politischen Aktion, die sie ja medienwirksam sehr gut vorbereiten, immer ihren Brief vor sich herzutragen. Ja, wir schreiben einen Brief und dann behalten wir uns vor zu klagen. Meine Damen und Herren, die Bevölkerung erwartet Taten statt Worte. Und die Bevölkerung hat ein Recht darauf, dass die politische Mitte dieses Thema ernsthaft angeht, damit nicht alles in einem parteipolitischen Hickhack endet, damit wir uns nicht gegenseitig ja nur Versagen an den Kopf werfen, sondern dass wir ganz konkret die Lösungsvorschläge aufzählen. Ich habe Ihnen vorher 5 Stück aufgezählt. Ich kann Ihnen noch ein paar aufzählen, um dem Vorwurf zu entgehen. Ja, der Aiwanger schimpft nun und sagt es nicht. Wir haben eine Reihe von Vorschlägen gebracht. Und ich bin überzeugt, dass bei einem Masterplan Bayern zur Bewältigung der Flüchtlingssituation die Kommunen die zentrale Rolle spielen müssen. Hören Sie sich die Anliegen der Bürgermeister, die Anliegen der Landräte, die Anliegen der kommunalen Ebene an und Sie werden einen Großteil der Lösungsansätze finden, die wir brauchen, um die nächsten Monate ordentlich über die Bühne zu kriegen. Und parallel dazu, bitte machen Sie auf Berliner Ebene das, was Sie tun müssen, indem Sie hier allein regierend im Freistaat sind. Sie brauchen sonst niemanden zu fragen. Und nochmal, ich gebe mich auch nicht der Illusion hin, dass ein Richterspruch vor einem Bundesverfassungsgericht von heute auf morgen alle Probleme lösen wird. Aber wir müssen auch der Öffentlichkeit dokumentieren, meine Damen und Herren, dass wir alles in die Wege leiten, um zu verfassungsmäßigen Zuständen zurückzukehren, dass wir eben nicht so hinnehmen, dass wir nicht mehr auf dem Boden des Gesetzes agieren. Und das ist nicht ein Einfall der Freien Wähler. Das hören Sie aus der Polizeigewerkschaft, das hören Sie aus Justizkreisen, das hören Sie aus dem Deutschen Städte- und Gemeindetag und dergleichen mehr. Die fordern nicht mehr und nicht weniger als geltendes Gesetz anzuwenden. Und ich bin gar nicht ein Befürworter, der diverse Gesetzesverschärfungen fordert, wie sie ja in den letzten Wochen wieder von allen Ecken rausgeschossen worden sind, wer denn sofort abgeschoben werden müsste und so weiter. Das ist alles mal eine Schlagzeile für die Medien, ist aber nach 3 Tagen verpufft und vergessen. Stärken Sie bestehende Institutionen, da ist die Kommune als Nummer 1 zu nennen, da ist dann auf alle Fälle der ganze Justizapparat zu nennen, da ist die Polizei zu nennen, da sind die Hilfsorganisationen zu nennen. Das kann Bayern tun und deshalb nochmal mein Appell. Wir sind ja im Sommer vergangenen Jahres mit dem Herrn Ministerpräsident zusammengesessen, die Fraktionsvorsitzenden, zu dieser Flüchtlingsthematik. Und da war nur die große Debatte, ob wir uns auf den Mindestnenner einigen könnten, die Zuwanderungszahlen zu reduzieren. Aus heutiger Sicht ein allgemein anerkanntes Ziel. Vor einem halben Jahr haben wir noch darüber diskutiert, ob das überhaupt politisches Ziel sein kann. Heute muss es Ziel sein, ein weiteres Gespräch mit dem Herrn Ministerpräsidenten zu führen, mit der Zielsetzung Masterplan Bayern Flüchtlingspolitik, erste Zeile, Kommunen stärken, Kommunen in die Situation zu versetzen, diese Probleme zu lösen und parallel dazu bitte machen Sie in Berlin Klarschiff, tragen Sie diese Themen vor, gehen Sie auch diesen Weg der Verfassungsklage, warten Sie nicht einen Brief ab und eine Antwort ab. Trotzdem ist es besser als nichts zu tun, aber vielleicht haben wir als Freie Wähler an der Stelle nicht mehr die Geduld, wieder wochenlang zu warten, wenn unseren Bürgermeistern draußen ja schon teilweise ein bisschen der Schweiß auf der Stirn steht und die sagen, morgen kommt wieder eine Gruppe von Flüchtlingen, die untergebracht werden muss. Unser Appell, handeln Sie, hören Sie auf zu reden, handeln Sie schnell. Es ist höchste Zeit, damit wir als Demokraten der Mitte zeigen, dass wir das Thema wieder in den Griff kriegen und damit uns das Thema nicht immer mehr aus den Fingern gleitet. Wir müssen das schaffen und wir schaffen es nur, wenn Bayern alles tut, was es tun kann und wenn die Kommunen hierbei gestärkt werden. Dankeschön.